Ja, guten Abend. Schön, dass ihr heute nochmal bei mir reinhört. Und ich möchte euch etwas über das erzählen, was ich erlebt habe mit einem Klienten. Ein Klient, etwas älter als ich, ein Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer, innovativer Unternehmer, kam eines Tages, kam da in der Rezeption, Maggie hat ihn begrüßt und er hat dann die Modellautos gesehen, die da stehen, wo ich von Klienten bekommen habe, als Dank, zum Beispiel hier von einem Autorennfahrer oder so, von einem Weltmeister. Und auch hier ein Porsche 911 Turbo Cabriolet. Und er hat die Autos so angeschaut und dann hat er gesagt, ja, schön, ein schönes Auto. Und er hat richtig fast glänzende Augen bekommen. Und dann, aber Janu hat so beigefügt, Janu, was denken die Leute, wenn man mit so einem Fahrzeug herumfährt? Ja, das kann man nicht immer machen. Okay, Maggie hat ihm natürlich dann zur Antwort gegeben, du musst dich eigentlich nicht interessieren, was die Leute denken, sondern an dem, was du Spaß hast. Gut, ich habe dann mit ihm gearbeitet, bin hineingekommen, habe ihn wahrgenommen, dass er relativ steif da ist, eine relativ steife Wirbelsäule, auch ein bisschen verspannt. Das heißt auch, die Wirbelsäule sagt mir auch, dass er ein bisschen, wenn es sich um sich persönlich geht, ein bisschen zu steif, zu rücksichtsvoll auf andere schaut und zu wenig auf sich schaut, weil ihm das natürlich auch so vorgelebt wurde und es eigentlich sich und sein Wesen viel zu wenig lebt, was er eigentlich leben möchte. Ich habe dann auf dem Lendenwirbelbereich, auf dem Kreuz gespürt, dass er, wie gesagt, dass er blockiert ist. Habe dann auch Bilder bekommen, Informationen bekommen, dass seine Eltern ihm das natürlich auch so vorgelebt haben. Du musst so sein, musst so sein, musst so sein. Musst schauen, was die anderen denken von dir. Im Dorf, in der Gesellschaft oder wo auch immer. Gut, ich habe ziemlich viel mit ihm gearbeitet, es ging recht gut und habe ihm am Schluss noch zum Abschluss gesagt, du, ich gebe dir eine Aufgabe, auf nächstes Mal machst du mir eine Liste mit 10 Träumen, mit 10 Sachen, von denen du träumst, was du in deinem Leben noch möchtest. Weil ich ja genau gespürt habe, dass er sein Leben eigentlich viel zu wenig lebt. Gut, er ist letzte Woche das zweite Mal gekommen. Entschuldigung. Hat mir dann gesagt, gut, soll ich dir die Liste am Anfang oder am Schluss geben? Ich habe ihm dann geantwortet, gib sie mir am Schluss. Weil ich musste mir zuerst überlegen, was habe ich ihm da für eine Aufgabe gegeben. Weil ich weiß das jeweils 2-3 Minuten, nachdem ich mit dem Klient gearbeitet habe, nicht mehr. Okay, ich habe mit ihm gearbeitet, ging recht gut, habe ihn schon anders wahrgenommen, weil wenn ich dann mit einer Person arbeite, dann spüre ich dann schon, was vorher war oder wie sich das vielleicht angefühlt hat vorher und was jetzt ein bisschen anders ist. Und was für einen Zusammenhang das Ganze auch hatte. Teilweise bekomme ich dann diese Bilder und die Informationen wieder. Gut, am Schluss habe ich gesagt, okay, ich nehme die Liste mal, ich schaue sie mir an und werde dir dann Antwort geben, was du da geschrieben hast. Und wo ich die Liste gesehen habe mit seinen 10 Punkten, er hat 11 Punkte aufgeschrieben, wie er natürlich sonst im Leben vermutlich immer ein bisschen mehr gemacht hat, als er sollte. Da stand unter anderem seine Träume, seine Wünsche.
Er möchte keine Schmerzen mehr haben in den Lenden und im Kreuz. Ich denke, meine Kumpels und ich, meine Hände dürfen das erledigen. Das ist mein Job, das ist meine Arbeit. Aus dem Grund ist er auch zu mir gekommen. In der Regel sind 9 von 10 Fällen, wo mit Rückenschmerzen kommen, dürfen auch schmerzfrei irgendwann herauslaufen. Je nachdem, nach einmal, zweimal, dreimal, viermal, manchmal vielleicht auch nach 10-mal, ist egal. Die Zeit soll ja keine Rolle spielen, sondern das Resultat. Also das ist mein Job, meine Aufgabe. Können wir abhaken. Nächster Wunsch, nächster Traum ist eine gute Partnerschaft leben, eine freie Partnerschaft leben, dass ungezwungen sein kann und so. Und ich denke, auch das wird sich lösen weil wenn er selbst viel gelassener wird und gelöster wird durch das, dass ich mit ihm arbeite und die alten Muster herauslöse, so musst du sein, so musst du sein, so musst du sein, wird sich das von alleine ergeben, also wird auch dieser Punkt erfüllt sein. Irgendwann innere Zufriedenheit erlangen, positives Denken beibehalten, kindliche Neugier behalten. All diese Punkte, die werden ganz klar durch die Arbeit verstärkt und das wird er ganz bestimmt nicht so schnell verlieren, je mehr er sich ist. Es sind ja wunderschöne Eigenschaften, das positive Denken, die Neugier, immer nach Neuem, ich bin ja auch so, vorwärts schauen, was gibt es da und immer etwas Neues machen, Herausforderungen nachgehen und diese auch umsetzen. Und natürlich immer mit Freude und mit sehr großem Spaß. Freiheit leben, im privaten Freiheit leben, im geschäftlichen, das ist ganz klar, ist unbedingt da, ist ein Muss für ihn schlussendlich, dass er so handelt und so denkt und so macht, wie er das für richtig empfindet. Neue Freundschaften mit positiven Menschen aufbauen, wünscht er sich auch. Ich denke, wenn er mit einem positiveren, freieren Denken auf die Menschen zugeht, werden das die Menschen spüren, sie werden es merken. Es werden einige, vielleicht alte Freunde, die ihn vielleicht nicht mehr so ganz wahrnehmen oder greifbar, für die es für sie greifbar sind, werden sich verabschieden. Ist völlig normal, aber dementsprechend kommen andere und neue Freunde. Und wenn er das Denken hat, schlussendlich anders denkt, positiv denkt und weiterschaut, wird er auch solche Leute ansprechen und auch solche Freunde, weitere Freunde bekommen. Projekte mit Großkindern umsetzen, das ist klar, das kann er jederzeit machen, da muss er nicht noch lange warten darauf, er muss nicht noch lange träumen von dem, sondern er soll es machen, egal wann, er soll sich die Zeit nehmen und das auch umsetzen. Ja, und dann ist noch etwas, kommen wir wieder auf das Auto zurück, auf den Sportwagen. Sportwagen, einen super Sportwagen kaufen und Ausflüge damit unternehmen. Also, er träumt davon, einen solchen Sportwagen, oder sei es ein Ferrari oder ein Lamborghini oder ein Aston Martin, es ist eigentlich egal, zu besitzen und mit dem Ausfahrten zu machen. Und ich sage jetzt genau da an diesem Punkt, wieso müssen wir zuwarten, bis der Tag kommt oder bis das ist oder bis das ist oder das muss zuerst erfüllt werden, das muss erledigt werden oder irgendwann mache ich es dann. Wieso muss das immer zuwarten? Wenn man doch so einen solchen Traum hat, und sich das ermöglichen kann, und er kann das sich ermöglichen, da bin ich überzeugt davon, dann soll er es bitte heute noch machen. Oder vielleicht morgen, allerspätestens übermorgen, soll er hingehen in die Garage zu dem Händler,
wo er sicher schon gedacht hat, da gehe ich mal hin, oder das will ich, dieses Modell will ich haben. Lieber Kollege, steh auf, geh hin und kauf dir deinen Sportwagen, und zwar heute. Lebe heute. Sorge dich nicht um das, sorge dich nicht um das, was die Leute denken. Es ist sowas von scheißegal. Mach das, was du für richtig findest. Folge dem Weg des Herzens, wie man so schön sagt. Man sagt immer, ich tue mir was Gutes. Und alle sagen, ja, mach das und so. Aber man macht es nicht, weil man trotzdem auch viel zu viele Leute Rücksicht nimmt und das Gefühl hat, die Zeit, das ist noch nicht da oder was auch immer. Kommt mir da in den Sinn eine so Episode, wo einmal eine Klientin gesagt hat, ihr Mann sei am Autosalon gewesen, sei nach Hause gekommen und habe gesagt, ich habe für 200.000 Franken einen Aston Martin gekauft. Sie hat ihm dann geantwortet, okay, ist ja schön, dass du dir das gönnst. Du hast da jetzt soeben die Firma verkauft für 20 Millionen, Schweizer Franken, 20 Millionen. Ist schon okay, aber diesen Wagen, diesen Aston Martin, kannst du irgendwo in einer Garage abstellen, aber nicht bei uns vor dem Hause. So was Beklopftes. Ich habe der Frau gesagt, spinnst du? Spinnst du? Dein Mann hat so viel erreicht als Unternehmer, so viel gemacht, und du denkst an deine Nachbarn, du denkst an das, was die Leute im Dorf sagen, wenn er mit einem Aston Martin herumfährt. Jeder wusste, dass er ein erfolgreicher Unternehmer ist und soll ein erfolgreicher Unternehmer nicht ein schönes Auto haben. So was Beklopptes. Genau, kommen wir zum nächsten Punkt. Er möchte noch CAD-Programme lernen und mit einem 3D-Drucker die ganzen Projekte ausdrucken. Auch da, mach es bitte heute noch oder mach es morgen. Schau, wo man die Kurse sich nehmen kann. Nimm ihn jemand, der es dir Privatunterricht gibt und so beibringen kann. Und studier nicht lange, mach das und nicht erst in 2 Jahren oder in 10 Jahren oder wann auch immer. Und kommen wir zum letzten Punkt. Er schreibt, ich möchte reisen nach Asien oder an die Westküste von Amerika, von USA. Ach, wenn ich das lese, dann läuft es mir warm und kalt den Rücken hinunter. Weil ich denke an den letzten Sommer, wo wir nach Seattle geflogen sind, 2 Harleys gemietet haben, Maggie und ich, und die Weste entlang auf der Highway Number 1 bis nach San Francisco gefahren sind, 2.500 Kilometer in 10 Tagen. Es war ein wunderbares, wunderschönes Erlebnis, wo wir das Leben lang schlussendlich zerren werden davon, weil es war sowas von eindrücklich, diesen Küste entlang zu fahren, diese Klippe entlang zu fahren, 8 oder 9 Grad oder 10 Grad an der Küste, 30 bis 40 Grad, 10 Minuten weiter im Landesinneren und überhaupt die ganzen Landschaften, die ganzen Wälder, die Freiheit, wo du da spürst, die Weite, wo du das spürst, das ist Wahnsinn. Mir kommen all die Bilder wieder hoch, wo wir nicht fotografiert haben, sondern da verinnerlicht haben. Sowas von traumhaft. Wieso soll man von dem noch lange träumen? Man kann einfach heute, in der heutigen Zeit, einen Linienflug buchen oder was auch immer, an die Westküste fliegen,
nach San Francisco, nach Seattle, nach LA oder wo auch immer, sich dort ein Auto mieten oder eben eine Harley mieten oder was auch immer und das ausleben. Wir sind hingegangen, haben kein Hotel gebucht im Voraus. Das muss man heute nicht mehr. Man kann einfach hingehen und am Abend vorher schauen, bis wie weit fahren wir, und dann in der Umgebung mit dem Handy, mit dem Mobilephone, mit booking.com ein Hotel suchen, dorthin fahren und genießen. In der heutigen Zeit ist das alles möglich. Das ist überhaupt kein Problem mehr mit der ganzen Kommunikation und den Hilfsmitteln, die wir da haben. Also, lebt euren Traum, und das sage ich ihm auch. Lebe deinen Traum. Warte nicht auf das oder auf das oder auf das und schaue bitte schon gar nicht auf irgendjemand sonst, was er denkt oder wie er sich da äußert. Gehe hin und lebe deinen Traum. Ich habe ja auch 2015 einen Hippie-Bus gekauft, den Original-Hippie-Bus vom Reggae-Sänger Dodo, und habe in diesem Hippie-Bus dieses Buch geschrieben. Weil ich wollte authentisch sein, ich habe gesagt, ich schreibe in einem Hippie-Bus und nehme das auf und schreibe das nachher nieder. Das habe ich auch gemacht. 7 Tage war ich unterwegs, habe 7 Tage lang nonstop aufgenommen, schlussendlich aufgeschrieben. Das Resultat ist in diesem Buch. Und warum habe ich das gemacht? Weil ich will nicht irgendwie einfach zu Hause sitzen am PC, sondern ich will dorthin, von dort, wo meine Klienten kommen, dort, wo das Leben ist, wo das Leben stattfindet, und auch in dieser Umgebung schreiben, dass ich den Puls vom Leben, vom Abenteuerleben, dort, wo die Krankheiten bei diesen Leuten entstehen, dass ich das aufnehmen kann, aufsaugen kann und zusammen mit vielen Fragen und Berichten von Klienten in dieses Buch hineinpacken kann. 7 Tage im Hippiebus, kann in jeder Buchhandlung in meinem Shop gekauft werden. Ja, die Kiste dieser Hippiebus hat mich sehr viel Geld gekostet. Es reut mich kein Franken, was ich da ausgegeben habe oder wo diese Kiste heute noch kosten wird. Das Abenteuer und der Spaß daran und die weiteren Bücher, die ich in Hippiebus schreiben werde, macht sich das allemal bezahlt, vielleicht nicht im Geldbeutel, aber in meinem Herzen und in den Büchern, das, was ihr schlussendlich leben dürft. Also, in dem Sinne möchte ich abschließen für heute. Vergesst nicht, gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr Spaß hattet an diesem Video, oder schaut euch noch ein nächstes Video an. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wieder sehen und hören. In dem Sinn, eine schöne Zeit und schaut mal auf diesen Spruch da drüben. Danke, tschüss.